Viel Spaß mit der UEFA Europa League wünscht das Fußballmanager 13 Let's Play Van Bergen, MMOzone.de So, meine Lieben, da sind wir wieder. Es ist Europa League Zeit und das heißt für uns, es geht wieder vorwärts. Heute gegen den nächsten französischen Gegner. Wir spielen in Girondins de Bordeaux. Und ja, obwohl wir hier zu Gast sind, haben wir noch nicht so viel Wein getrunken, aber deswegen geht es umso besser ab, hoffe ich, hier in dem Spiel, in dem wir auf dem Papier gesehen her. Ja, die stärkere Mannschaft sind. Aber wir müssen trotzdem aufpassen. Auch Bordeaux hat seine Stärken. Und wir müssen einfach versuchen, unser Spiel durchzubringen. Und dann kann uns eigentlich nichts stoppen. Sehr schön vom Beister, Vinaldo. Auch mal versucht es mal gegen ein Dribbling gegen Savic. Den kennen wir auch. Savic haben wir auch schon häufiger im Blickfeld gehabt. Die große Stärke von Bordeaux ist eben ihre Verteidigung. Gucken wir doch mal, dass wir die heute knacken. Reingabe vom Beister landet nirgendwo. Und auch der Stadion ist relativ ruhig hier in Frankreich. Da erwartet man sich noch ein bisschen mehr Stimmung. Aber soll uns ganz recht sein, wenn die gegnerischen Fans leiser sind, haben unsere die Chance, überhaupt gehört zu werden. So, Jansen jetzt auf links. Gucken wir doch mal. Beister. Oh, gut gemacht auf Rudnitz. Oh, auswärts das erste Tor. Es ist gefallen. Meine Güte, nach 10 Minuten. Und wieder so ein schönes Ding in die Oberkante. Ins obere Eck, Rudi Spucker freut sich wie ein Schneekönig. Ah, so kann es losgehen, also ganz klar. Ne? Schade, jetzt fehlt uns ein bisschen die Stimmung hier. So ein bisschen der Paukenschlag von unseren Fans sind noch ein bisschen leise. Doch wahrscheinlich eine längere Anreise. Ist aber auch erst Achtelfinale, muss man auch wiederum sagen. Ne? Da ist noch nicht ganz so viel Prestige drin, was in der Champions League in der Gruppenphase beginnt. Das läuft dann meistens in der Europa League so ab. Ab dem Viertelfinale, da geht es dann richtig um die Wurst, weil dann sind nicht mehr so viele Mannschaften drin und das Feld der Favoriten wird einfach enger und natürlich auch die Qualität immer größer. Tanaloglu jetzt nochmal auf Rudnevs. Ah, kriegt den Ball nicht durchgesteckt. Schade. Gouvrin. Auf Modeste. Will nochmal rüberspielen, Beister, ein bisschen irritiert, Obriansk. Jetzt muss Jung stören, versucht es, kommt nicht ganz ran, Vorsicht. Kier rettet da ganz souverän mit dem Kopf. Schön gemacht vom Beister auf Çalhanoğlu. Leitet direkt weiter auf Rudnevs. Kleine Drehung von ihm nochmal rüber auf Marcel Jansen in die Mitte. Aber sollte bei Wijnaldum landen, aber war nicht ganz so präzise, wie man sich das wünschen würde. Wenn es gut läuft. Oh, sehr schön Rudnevs. Oh. Wenn es gut läuft, können wir hier erneut mit einer schönen Führung in die Halbzeitpause gehen und idealerweise noch ein, zwei Tore erzielen. Für die Rückrunde ist dann einfach einfacher oder fürs Rückspiel. Dann kann man auch die Möglichkeit, noch so ein paar Reservisten laufen zu lassen, noch ein paar Nachzügler hier international spielen lassen und ja, den Hauptkräften einfach die Kräfte schonen. Klar, Gouvrin auf Kier, Wijnaldum auf Beister. Nochmal Jansen, jetzt wieder auf Rudnevs, aber er ist alleine vorne. Da müssen sie ruhig noch ein bisschen weiter spielen. Weiter aufbauen. Sehr schön gemacht von Çalhanoğlu. Ball erobert gegen Cornet. Wieder rüber auf Jansen. Der müsste den Ball kriegen. Kriegt dann auch. In der Mitte steht auch schon wieder Wijnaldum und Rudnevs bereit. Gibt Foul. Das war nicht ganz fair. Oh, rote Karte für Mariano. Da hat der Schiri anscheinend doch ein härteres Foul gesehen als wir. Ja, er nimmt ihn natürlich den Ball. Aber war das rot wert? Also ein bisschen internationaler Held, denke ich mal, gehört dazu. Aber wenn es denn so ist, sind wir jetzt in Überzahl. Çalhanoğlu. Der Torwart ist da. Carrasco hat den Ball, ganz sicher. Beister, wieder Balleroberung. Bis jetzt noch keine Chance von Bordeaux. Beister. Çalhanoğlu auf Wijnaldum. Wijnaldum ins lange Eck. Oh, fast drin. Schade, hat nicht ganz gereicht. Jansen nochmal, aber wieder zu scharf seine Hereingabe. Finde kein Abnehmer. Riesending, Riesenmöglichkeit hier, um auf 2:0 zu erhöhen von Jorginho Wijnaldum. Wieder Jansen, wieder über links. Schauen wir mal, Jansen.
Bringt den Ball jetzt in die Mitte auf Rudnev. Schön gemacht. In den Lauf von Çanakkale. Çanakkale nochmal zurück auf Rudnev. Durch. Tor. 2:0. Atom Rudnevs. 43. Minute. Ah, schön gemacht. Schön gelöst die Möglichkeit hier. Und auch Rudnevs dann ganz eiskalt eingenetzt. Schön. So kann von mir aus die Europa League das ganze Jahr übergehen. Und mit diesem Sieg hier, oder ich bin noch ein bisschen weit, ne? Ich muss doch nur aufpassen, wir haben noch zweite Halbzeit. Vorsicht, Rajkovic, gut vor Modeste. Und mit einmal mehr, denke ich mal, sollte jetzt nichts mehr anbrennen. Bei einem Stand von 2:0. Oh, beißt er, super Dribbling. Savic. Der letzte Eckpfeiler von Bordeaux da in der Innenverteidigung. 2:0, gehen wir in die Halbzeitpause, meine Lieben. So kann das Spiel gut weitergehen. Spielgespräche führen wir natürlich noch. Motivieren ein bisschen Vinaldo, ein bisschen Mau. Und dann auch Höger, auch noch nicht gesehen. Aber es war auch noch nicht nötig. Wir mussten noch nicht viel verteidigen. Von daher alles in allerbester Ordnung. Ich habe gesagt, die hauen wir weg. Noch seine Hälfte und wir gehen alle zufrieden nach Hause. Also. Kann man schon ein bisschen auswechseln? Ich würde bald sagen, ja. Wir bringen hart Herz. Wir müssen ein bisschen Kräfte schonen, Leute. Das ist sonst einfach zu schwierig, die Saison zu überstehen. Obo habe ich aber gerade sich warm spritzen lassen. Ne? Ja, lassen wir noch drin. Na komm, ist egal. Tun wir ihn raus. Und ja, Rudnevs macht das gut. Alagui oder Şalay. Ja, da ist Alagui wieder in besserer Form. Spielen wir noch eine Runde. Gucken wir mal, in der 60. Da können wir dann ein bisschen auswechseln. Hartherz jetzt für Aogo drin. Obwohl ich ihn fit gespritzt habe, aber lieber ein bisschen ausruhen, das bringt noch ein bisschen mehr, als dass wir ihn jetzt da groß in die Pflicht nehmen. Beister. Beister, Dribbling, kommt nicht durch, schade. Jung. Weiter Ball auf Gouvra, kommt Vinaldum. Nicht ganz so stark in der Defensive, aber dafür sind ja die anderen da. Jung gegen Modeste. Jung macht das super auf Rajkovic. Der legt den Ball direkt weiter auf Çanakkale. Verliert ihn. Und Obriansk. Modeste jetzt rüber. Es ist Hartherz mal gefragt gegen Gouvra. Lässt ihn aber trotzdem flanken. Nun sind wir erstmal wieder im Zug. Rudnevs. Auf Maxi Beister. Geht er wieder ins Dribbling. Ne, er spielt den Ball diesmal rüber auf Jansen. Wer kommt da ran? Ganz souverän. Kann er den Ball nochmal reinbringen? Oder wieder zu scharf? Er bringt ihn gut rein auf Rudnevs. Oh! Da hätte er direkt abziehen müssen. Atom Rudnevs, da hat es nicht ganz gereicht. Gucken wir mal, wen. Wir müssen noch ein bisschen Kräfte sparen. Höger. Da bringen wir nochmal Badel. Der war auch schon lange nicht mehr drin. So. Die Stammkräfte heute ein wenig schon. Jansen. Sertic. Und wieder Çanakkale auf Rudnevs. Rüber auf Maxi Beister. Das ist Çanakkale. Schön gemacht auf Rudnevs. Schön gemacht auf Vinaldum. Vinaldum! 3:0. Richtig stark. Sein drittes Tor bereits in der Europa League. Also der Junge ist eingeschlagen. Er ist angekommen wie eine Bombe. Aber es war auch zu erwarten, wenn du so einen Transfer tätigst. Da muss man sich auch bereit, da muss man von ihm auch überzeugt sein. Und da muss man sich auch ein bisschen gegen die Kritik durchsetzen. Ganz klar. Da muss man einfach dann man muss sich durchsetzen, man muss sich durchbeißen und er hat das gemacht, er ist gut angekommen, er ist in der Mannschaft integriert, er legt vor, er macht es selber, er scoret ohne Ende und das ist wichtig für so einen Spieler, weil da gibt es keinen anderen, keinen anderen Indikator für so einen Spieler in der Offensive. Da zählen bloß Tore, Vorbereitungen, Spieleröffnungen und das ganze Auftreten, wie hier jetzt zum Beispiel die Balleroberung, er wird gefoult. Oh, war ein Riesending, wie er durch ist. Dass er da nicht pfeift, der Schiri erst so kleinlich mit der roten Karte. Und nun das Ding nicht gepfiffen. Ärgerlich, Hartherz. Auf Jansen. Vinaldum nochmal. Und Çanakkale wieder zurück auf Jansen. Jansen auf Rudnevs, super gemacht. Rudnevs! Eine Einwechslung tätigen wir noch. Wir haben alle eine 1 hier, hier vorne, die Jungs. Da können wir sie auch auswechseln. Wir schonen auch mal Vinaldum jetzt und bringen den zweiten Stürmer. Ich will mir den nicht jetzt verletzen lassen, den guten Vinaldum, sage ich ganz ehrlich. Das wäre mir zu hart.
Spieler des Spiels könnte immer noch werden, ohnehin, aber da sind noch ein paar andere Kandidaten heute. Taktik öffnen, Çalhanoğlu, Spielmacher. Schauen wir doch mal, wie es jetzt läuft. 70 Minuten sind rum. Geht noch ein bisschen um die Wurst, Bardell und Rajkovic. Auf Rudnes. Wieder rüber auf Jansen. Kommt er ran? Ah, fast. Nicht ganz. Das ist Plasil, der jetzt hier noch reinkommt. Und unser Alagui. Benjamin Cornet geht raus und Plasil kommt. 3:0 auswärts in der Europa League. Ich meine, besser kann es nicht laufen, muss man ganz klar sagen. Da kann zu Hause nicht viel passieren, bin ich der Meinung. Da laufen wir einfach ein bisschen defensiver auf. Und dann läuft die Geschichte. Wieder ein Foul jetzt da. Na komm, heb ihn auf. Ah, oh, jetzt kriegt er noch eine gelbe Karte, der Junge. Ordentlicher Einstand. Muss man sich auch mal abhöhlen. Immer schön für die Statistiken. Wenn du punktest, sei es jetzt im gelben Garten oder mit Tore, auch hart her. Zeigt hier Einsatz und will sich da nicht den Schneid abkaufen lassen von Gufra. Jansen. Oh, und wieder Bardell. Pass auch schön auf. Sehr gut gemacht. In die Mitte. Auf Çalhanoğlu. Vorne Rudnes jetzt alleine gegen Plasil. Ah, verliert den Ball. Und Gufra. Weiß da. Sehr schön gemacht. Wieder Çalhanoğlu auf Rudnes. Auf Alagui. Kommt nicht durch. Verliert den Zweikampf. Obiang soll ausgewechselt werden jetzt. Sind noch 6-7 Minuten. Wir gucken gerade mal oben rein. Hannover, Dortmund. Dortmund gewinnt 3:0 in Hannover. Das ist ja schade, dass es so eine deutsch-deutsche Begegnung gibt im Achtelfinale. Muss man ganz klar sagen. Ist ärgerlich. Schauen wir mal. Lucy Jung. Sehr gut gemacht. Und Beister. Gut, Mavs. Weil auf Alagui. Alagui jetzt mal im Dribbling. Nee, traut er sich nicht. Er spielt auf Jansen, der kommt nicht ran. Dachte, er geht in den Zweikampf, aber er fehlt ein bisschen das Selbstvertrauen in den letzten Wochen. Nicht ganz so häufig gute Leistungen abgeliefert. Wobei die Mannschaft insgesamt ja voll im Saft steht. Bei ihm geht es noch nicht so ganz ab. Hier Alagui nochmal, aber es gibt wieder Abseits, ihr seht's. Auch das Stellungsspiel dann. Das sind alles solche Elemente. Wenn es da mal blöd läuft für dich, dann passieren auch solche Sachen, ganz klar. Stoß. Und Çalhanoğlu gegen Sertic. Modeste bringt den Ball nochmal zurück. Und das ist Bardell. Schlusspfiff, meine Lieben. Wir gewinnen 3:0. Ein souveränes Spiel hier in der Europa League, muss man ganz klar sagen. Die ganz, ganz große Spannung fehlt noch ein wenig. Ich freue mich zwar wie ein Schneekönig, aber ja klar, es ist wichtig, dass wir jetzt hier punkten, das baut ja alles weiter auf. Ne? Das ist ja alles wichtig. Im Pokal Schalke rausgeworfen. Jetzt können wir uns hier mit ein bisschen Aufwand für die nächste Runde in der Europa League qualifizieren. Ne? Wir müssen da gar nicht bis ans Letzte gehen, sondern haben da die Möglichkeit, ins Viertelfinale einzuziehen. Oder müssen es mit. Jetzt müssen wir. Wenn wir 3:0 auswärts gewinnen, müssen wir einziehen ins Viertelfinale. Und in der Bundesliga sind wir auf Platz 2. Also da darf man sich momentan echt nicht beschweren. Sondern ganz im Gegenteil. Man muss dankbar sein, dass die Mannschaft alles so annimmt und so umsetzt, wie man möchte. Und da freue ich mich einfach jetzt auf die nächste Zeit. Gucken wir doch mal, wie es weitergeht. Ne? Bis gleich im Nachbericht und wir sehen uns, euer Bergi. Bleibt dran.